Hallo, herzliches Willkommen zu unserer ersten weiteren Folge, also richtigen offiziellen Folge Nummer 1 von Elden Ring. Wir haben die Charaktererstellung abgeschlossen. Jetzt, geht es weiter, aber nur wo? Lager auswählen? Nein. Ah ja, beenden, glaube ich. Jetzt geht es weiter. Wir stürzen uns als Spion, das so tut, als wäre er ein Spion, ins Getümmel. Mal gucken, wem wir so alles unsere Religion aufschwätzen werden und ja, mal gucken, was uns so alles in der Welt erwartet. Angeblich soll die Open World besser sein als zum Beispiel The Witcher. Mal gucken. The Witcher 3. Das habe ich übrigens immer noch nicht zu Ende gespielt, seitdem ich die PlayStation 4 habe. Oha, wie schnell die Zeit verfliegt. Ja, Ladebildschirm. Ich hoffe, die Frame Rate wird gut bleiben. Ja. Ach ja, gute Nachrichten. Die letzte Folge hat sich wunderbar aufnehmen lassen, so wie es scheint. Also die Sterne sind auf unserer Seite. Fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered in our home across the fog. The lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung Eater. And Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Und wer bin ich?
one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Das bin dann wohl ich. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Oi, der Ring. Ja. Oha, okay, wo bin ich? Im Network-Test sind wir aber... Wo, haben wir aber woanders begonnen? Okay. Reiset Elden Ring, ja. Gut. Ich hoffe, hier gibt's ein angemessenes Tutorial. Oha. Escape, okay. System. Ich hoffe mal, die erweiterten und automatisch erkennen. Festlegen, ob Rendering bei geringerer Leistung vereinfacht wird. Hier ist alles. Nein. Aus. Dankeschön. So, hier ist alles Minimum. Sehr schön. Dann läuft es mit Garantie. Nochmal zur Kontrolle. Huch, nein. Nochmal zur Kontrolle. Jawohl. Sehr schön. So. Ja. Nachricht lesen. Zeit für dies. Elden Ring. Ja, wie kann ich aber Gesten machen? Dort. Umschalten. Ja, wie? Winken. Nein. Vorwärtszeigen. Nein. Freudensprung. Nein. Schlachtruf. Umschalten. Da ist der Ring. Ein Ring, sie zu knechten. Auf ewig zu binden und... Oh, boah, jetzt sehe ich aus wie der Typ von The Shadow of Mordor. Ha. Boah, episch. Das ist das neue T. So. Ah, noch einer. Hi. Finger versuchen, aber Loch. Aha. Ist das eine Sackgasse? Oh, you don't say. So. Wie sieht das eigentlich mit der Kamerafahrt aus? Hm. Scheint so zu... Naja, scheint besser zu sein. Was gibt's hier? Nachricht lesen. Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den Thron des Elbenfürsten. Ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Ich bin schlau. Aber egal. So, was gibt's da? Überreste plündern. Runzliger Finger des Befleckten. Okay. Wer hat sie eigentlich getötet? Oder habe ich ihre Seele aufgesaugt und bin wieder zum Leben erwacht? Ausrüstung. Was haben wir eigentlich so erstmal? Ausrüstungsmenü. Über das Ausrüstungsmenü könnt ihr Waffen, Pfeile, Bolzen, Rüstung, Talisman und Objekte ausrüsten. Ihr könnt bis zu 3 Waffen die Hand ausrüsten. Die Aktionen jeder Waffe unterscheiden sich je nach Hand, die die Waffe führt. Hallo? Kann ich schließen? Hallo? Escape? Schließen? Erbieten? Nein?
Hallo? Hallo? Ja, schön. RT, Tab, Escape. Escape, jetzt hat es funktioniert. Ich wollte schon sagen, dass Let's Space beendet, aber okay, Breitschwert. Weil ich die erste Challenge nicht geschafft habe. So, so viele Geister, was geht hier ab? Breitschwert. Oh, mein Schild. Ja! Ja, Abwehrschadensresistenz 100, yes! Fingerinsignie. Aha. Pupo Bernstein Medaillon. Yes! Breitschwert. Aha. Okay. Stufe 10, vorhandene Rune 0. Alter, Glaube 14. Okay, Arkanenergie. Was kann ich eigentlich so? Ich habe nur ein Schwert und Schild. Bekennerkapuze. Aha. Aha. Okay. Cool. Inventar. Über das Inventarmenü könnt ihr die Objekte ansehen, die ihr tragt. Sie fallen lassen oder wegwerfen. Ihr könnt auch Werkzeuge aus dem Inventarmenü benutzen. Wieder Escape. Wieder Escape. Erinnerung der Gnade. Ah ja. Schreiben von Nachrichten. Ah ja. Cool. Oh, dringende Heilung. Assassinenschritt. Heilt eine kleine Menge LP. Ja, wie in Dark Souls 3. Es geht schon los. Nice. Lässt Fußschritt verstummen und verringert Sturzschaden und Sturzgeräusche. Oh, das ist cool. Zaubereien, Anrufungen. Kriegsasche, Nahkampfwaffen. Nice. Was ist eigentlich Duell? Okay, seine Fähigkeit scheint Duell zu sein, was auch immer das macht. Das schauen wir uns gleich an. Fingern liegen hier. Ich kann damit schlagen? Heilige Siegel. Achso, das brauche ich vielleicht zum Zaubern. Blauwappen, Dreiecksschild. Dreiecksschild. Parade. Oh, cool. Kennerkapuze. Was steht dort eigentlich? Kann ich nichts lesen? Oh Mann. Gut, dann eben nicht. Gut, das war das. Status. Statusmenü. Über das Statusmenü könnt ihr eure Stufe, eure Attribute, Basiswerte und mehr überprüfen. Diese Informationen zeigen auch, auch Änderungen an eurem Angriff, eurer Verteidigung und eurer Resistenz an, die durch ausgerüstete Waffen und Rüstungen verlieren werden. Ah ja, Escape. Ah, das sind meine zwei Speicherplätze. Okay. FP, Fokuspunkte nehme ich mir an. Aha, okay. Ah. Nice. Nachrichten. Nachrichtenmenü. Über das Nachrichtenmenü könnt ihr Nachrichten an Spieler in anderen Welten schreiben, die diese dort lesen, wo ihr sie hinterlassen habt. Ihr könnt das Nachrichtenformat ändern, um komplexere Nachrichten zu hinterlassen. Ihr könnt eure Nachrichten auch Gesten hinzufügen. Ihr könnt die Nachrichten anderer Spieler bewerten. Werdet ein anderer Spieler eure Nachricht, werden eure LP aufgefüllt. Ah, das ist ja cool. Ah. Alt. Okay. Boah, alte Bewertungen, ne? So. Mehrspielermenü. Über das Mehrspielermenü könnt ihr diverse Mehrspielerobjekte benutzen. Wenn ihr ein Gruppenpasswort festlegt, seht ihr mehr Nachrichten, Rufzeichen, Blutflecken, Phantome und so weiter von anderen, die dasselbe Passwort verwenden. Wenn ihr ein Mehrspielerpasswort festlegt, werdet ihr bei den meisten Mehrspielerfunktionen nur jenen Spielern zugeordnet, die dasselbe Passwort verwenden. Mehrspielerpasswörter funktionieren allerdings nicht bei Mehrspielerinvasionen. Cool. Gut. System. Der Rest ist klar. Objektherstellung. Oh. Ausrüstung nochmal. Kann ich da wirklich nichts lesen? Nein, keine Kleidungsbeschreibung. Okay. Gut, dann weiter geht's. Was steht da?
Viel Glück, Dankeschön. Halt für dies, Krabbe. Doch. Unsere Reise. Oh, ich habe sogar eine Karte. Cool. Unsere Reise beginnt. Oh. Okay, wir starten ja ganz woanders als im Network-Test. Oh. Ich sehe irgendwie so böse aus. Oh, Kapelle der Erwartung. Oha. Baumkrone. Gehen wir nach rechts, weil ich Linkshänder bin. Okay. Wertvolles Objekt voraus. Nee, schon klar. Warum sind hier so viele verreckt? Was steht da? Reise der Elden Ring. Jawohl. Okay. Oh. Die Tür ist blockiert. Alles klar. R. Was war das? Ah, R. Ah, alles klar. Rücksichtslosigkeit voraus. Ich bringe mich jetzt da nicht um. Okay, das erinnert mich jetzt voll an Dark Souls 3 gerade. Eltenring voraus benötigt. Hab ich. Achtung, schöner Ausblick. Ja, aber wo bin ich denn hier überhaupt? Weiße Baum. Mhm. Ist ja dunkel. Aha. Okay. Wie ist er denn da hingekommen? Ah ja. Warte mal. Oh Gott. Junge. Hä? Sag mir nicht, du kannst hier nicht springen. Oh, nö. Ich dachte, man konnte hier springen. Was ist das mit der Wolle, Heilige? Okay, wunderschön, ja. Ah. Okay. Rumpf, oh Rumpf. Warum immer Brücke? Hm. Finger versuchen, aber Loch. Mhm. Ja, okay. Alles klar. Geste versuchen. Okay. Aha. Nein. Nein. Das ist ein etwas unglaubliches. Nur zum... Ach du heilige Wer... Okay, wie bin ich überhaupt da hingekommen?
Und wie kann man springen? Ich habe keinen Bock darauf zu springen, wenn ich nicht weiß, wie man springen kann. So. Es wäre die Rücksichtslosigkeit. Nein, nicht. Okay. Andere Mia. Aha. Okay. Baum. Baum. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Vorsicht vor Hineinstürmen. Mich raten, erster Gegner, Boss. Viel Glück, Skelett. Okay. Ah ja, ich sollte mal probieren, wie... Was? Ach so. Wie ich überhaupt... Ah ja. Guck mal, wie oft kann ich schwingen? Ah ja, wo kann ich laufen? Hoch, Frame-Einbrüche, was ist jetzt los? Was war das? Immer noch keine Hubhaber. Viel Glück, Dankeschön, aber... Ach du Arsch. Hallo Tutorial, bitte. Wie kann ich überhaupt anvisieren? Ah, cool. Okay. Ich habe ein anderes Skelett erwartet. Komm. Ah ja, erster Gegner und sofort ein Boss. Hilfe. Und ich bin tot. Nein. Wo? Oh. Hä? Was? Oh, das sollte passieren, oder was? Nur Geräusche, kein Video? Okay. Hörbuch. Okay. Ah. Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Oh Mann. Ah, da lieg ich. Okay. Ah. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. Waifu Alert. We found him here. Der hat mich gerade gedreht. Stiefel. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order.
Ah. Hier bin ich. Ah. Ah, cool, gut zu wissen. Ja, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Erstens, ich habe versagt. Ja, sollte das so sein? Ich hätte den fast gehabt. Die Hülle des Wissens liegt tiefer unten. Ah ja. Reden? Tapfer Befleckter wagt den Sprung des Lernens und des Echos. Gut zu wissen, das hätte ich gerne im Network-Test gewusst. Achso, durch die Kunst des Krieges und euer Kriegerblut. Diesen Typ hier auf dem Stuhl hätte man schon damals gut gebrauchen können, weil ich wusste nicht, dass es da runter geht und hatte nie ein Tutorial, wie man kämpft. Oder allgemeiner, ich hatte gar kein Tutorial. Y hat Anzeige. Shift, Steuerung, nee, nix, keine Ahnung. So, warum immer Geheimnis? Oh, habe ich nicht eine Fackel? Nein, das ist keine Fackel. Okay. Achtung, Skelett. Oh, noch ein Skelett. Ach so, dort. Gib nicht auf, Skelett. So. Okay. Alter, ich sehe hier nichts. So. Achtung, heller Ort. Sozusagen Preise, großer Baum. Achtung, Baum. Baum. Okay. Habe ich. Ah. Okay. Wo ist meine Ausrüstung? Ah ja, Steuerung. Ich schau mal in die Steuerung nach. Tastenbelegung. Bewegungssteuerung. Aha. Ja, SD, okay. Schritt zurück aus der Rolle. Sprint. Springen. Ach, F ist springen. Okay. Ducken, aufstehen. Oh, das geht also auch jetzt. Okay, gut zu wissen. Cool. Viel aus, abwählen. Aha. Okay. Zauberei anrufen. Wechseln. Was? Okay. Waffe für rechte Hand wechseln. Okay, Shift. Aha. 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 Okay. Jetzt benutzen. Ja, ereignet. Okay, also. Oh, wie geht's zurück? Q? Q. Ah, jetzt. Yes. Okay, also. Ja. Warte mal. Das hat das HUD, wie kann ich das einschalten? Angriff, Waffe wechseln, Kamerasteuerung. Ja, keine Ahnung. Okay. F ist also springen. X ist. Oh, nice. Ja, cool. Okay. Okay. Gehe ich erst da runter oder erst dahin? Ich gehe erstmal dahin. Es leckt. So. Wie auch immer da verreckt ist. So. Es wäre die Tür. Hoch. Wow. Mann, egal. So. Ja, erst die Tür. Mal gucken, was dahinter ist. Alles so, wie es einmal war.
Aber erstmal gehe ich da runter. Diesmal. Da nach oben kommen wir sowieso noch hin. Nur keine Bange. So, wo? Ah, hier kann man runter. Habe ich. Gab es das damals auch schon? Ah, okay. Ja, Tutorial. Gut. Ah, Beine. Hatte nicht erwartet, dass Sicherheit. Mhm. Jo. Hier war ich nämlich noch nie. Finger für. Ja, okay. Oh, Orte der Gnade. Das Rasten an einem Ort der Gnade stellt eure LP und FP wieder her und befreit euch von Statusleiden. Außerdem werden alle Heiligflaschen aufgefüllt. Durch diese Rast kehrt der Großteil eurer besiegten Gegner von den Toten zurück. Orte der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert. Diese Erklärungen erhaltet ihr als Informationsobjekte und könnt sie jederzeit über euer Inventar aufrufen. Als Eldenring, oh Eldenring. Ist das eine Feuer? Wie habe ich die Dinger damals genannt? Network-Test. Erdfurzer, glaube ich. Ich raste mal. Zauber lernen? Oh, über das Menü Zauber lernen könnt ihr Zaubereien und Anrufungen sammeln. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken, oder ein heiliges Siegel, um Anrufungen zu sprechen. Das Wirken von Zaubereien und Anrufungen verbraucht FP. Eure Speicherplätze legen die Zahl der Zaubereien und Anrufungen fest, die ihr sammeln könnt. Ihr könnt die Zahl eurer Speicherplätze erhöhen, wenn ihr einen Speicherstein erhaltet. Nice. Cool. FP kosten 16 und 15. Nice. So. Erstmal. Ah. Okay. Wie hatte ich das damals bei Dark Souls? Also, vor ein paar Tagen. Waffen wechseln. Aus. Ach, keine Ahnung. Was soll's? Oh, unsere ersten 14. Wie hießen die hier? Seelen? Ich hab keine Ahnung. Guter Schaden. Wie mache ich nochmal schwere Angriffe? Wie ging das? Angriff. Starker Angriff. Achso, Shift. Cool. Shift, okay. Oh, Zaubereien und Anrufungen. An Orten der Gnade könnt ihr Anrufungen und Zauber lernen. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken, oder ein heiliges Siegel, um Anrufungen zu sprechen. Der Einsatz von Zaubereien und Anrufungen verbraucht FP. So. Hallo? Ah. Geheimnis voraus. Abwehren. Um einen Angriff abzuwehren, haltet ihr eine Waffe in der linken Hand oder mit beiden Händen. Schilde sind besonders effektiv für die Abwehr. Das Abwehren verbraucht Ausdauer. Verbraucht ihr all eure Ausdauer, beim Abwehren bricht eure Haltung. Oh. Mann, komm schon. Na? Na? An.
Ah, passt. Oh Gott. Ja. Nice. Hallo. Ausweichen. Ihr könnt gegnerischen Angriffen durch eine Ausweichrolle oder einen Schritt zurück entgehen. Jeder dieser Aktionen braucht Ausdauer. Mhm. Boing. Au. Oh, gut. Jetzt probieren wir doch mal, wie die Dings funktioniert. Ja, das, das da. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Ah, jetzt weiß ich, wie es war. Tastenbelegung. Waffe wechseln, genau. Zauberei. Anrufen, wechseln. Objekte wechseln. Aha. Genau, und dann war, glaube ich, war es, glaube ich, so. Jawohl. Jawohl. Yeah. Nice. Geil. So. Weiter geht's. Wir wollen nicht so viel Zeit verlieren. Ah, ja. Oh, schön. Materialien. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Okay. Oh, oh. Hm, danke schön. Noch was hier? Nope. Also die? Okay. Okay, wie auch immer der Ritter da war. Guten Tag. Waffen handhaben. Wir können für jede Hand bis zu 3 Waffen ausrüsten und dann zwischen ihnen wechseln. Ach ja, F war hier Waffenmodus. Also einhändig, zweihändig nehmen. Ah, ja, aber jetzt ist das hier Springen. Okay. Führt ihr Waffen beidhändig, könnt ihr eure Angriffe um 50% und Gegner können... Erhöht ihr eure Angriffskraft um 50% und Gegner können die Angriffe nicht so leicht mit einem Schild abwehren. Ah. Ja, wie mache ich das? Ist mal im Ernst, wie kann ich... Dankeschön. Sehr rücksichtsvoll. Wie kann ich... Wie kann ich eine Waffe beidhändig nehmen? Das würde ich gerne mal wissen. Hm. Toll. Ach ja. Wie? Hoch. Oh, Kartenmenü. Das Kartenmenü könnt ihr euch über eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude der Umgebung informieren. Außerdem könnt ihr leuchtende Marker frei platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Über eure Karte könnt ihr überdies jeden bereits entdeckten Ort der Gnade auswählen und sofort dorthin reisen. Es gibt aber auch Dungeons und andere Orte, an denen dies nicht möglich ist. Ich frage mich nur, wo ich zum beim ersten Mal war, als ich die Karte hatte. Als ich gespawnt bin, meine ich. Wo ich die Karte noch nicht geöffnet habe. Okay. E? Nein.
Wie mache ich das jetzt? Ach ja, nein. Tab. Wie kann ich... T, nein, Z, nein, U, nein, I, nein, O, P, Ü, E, Ö, L, K, J, H, G? Nein, das ist die Karte schon wieder. F war springen. Y, X war das hier. Z, nein, V, B, N, M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uff, Q, nein, Steuerung, toll, Komma, Punkt, Minus, Alkere, nein, Steuerung, nein, Shift, nein, Tab, nein, Tabulator, nee, was wird das? Umschalt. Ja, ich drück halt muss ich irgendwas. Oh. Das war R, stimmt ja. T, nein, Q, nein, E. Oh. E ist das, okay. F, nein. G ist die Karte wieder. Nein, ach Mann. Y, X, Z, V, B, ach Mann, N, M, nein, A, T, Z, U, Leute, E, Q, uiuiui, Tab, immer noch nicht. Shift ist es immer noch nicht. Nein. Mann, Leute. Was soll diese Importierung? Wie kann ich einhändig nehmen? Zweihändig. Toll. Ja, und sonst so. Mal gucken, wie lange das dauern wird, bis ich rausfinde, wie ich die Waffe zweihändig nehmen kann. Suchen und dann rumsuchen. Ja, toll. Ich wollte schon sagen, da greift nicht an, aber okay. Mann. Na, komm schon. Na, 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 na. Mann. Kannst du bitte... Zu spät. Versuche gerade hier zu parieren. Na? Ach, egal. Mann. Kann ich vertreten? Okay, das geht auch. Naja, wir haben ja schwere Angriffe. Die habe ich ja ganz vergessen. Gut gemacht. Ah, toll. Gut gemacht. Ja, schön, danke. Nachricht. Wow. Erleuchtend. Hallo. Nice. Gut, was haben wir hier?
Nix. Oh, was haben wir da? Auch nix. Ach. Ach, der Typ. Hab ich gar nicht bemerkt, dass ich angegriffen werde. Hallo. Ringen voraus benötigt. Nein. Talente. Waffen haben Talente als besondere Fertigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente von mächtigen Angriffen bis hin zu zeitlich begrenzten Effekten. Der Einsatz von Talenten verbraucht EP. Wenn ich die denn zweithändig ausrüsten könnte, die Waffen. Ah. Ich habe echt keine Ahnung, wie das gehen soll. F geht nicht. G ist die Karte. Ich habe Tabulator oder so angemacht. Okay. Stille Verbündeter suchen. Ah, okay, ducken. Duckt euch, um schwerer von Gegnern entdeckt zu werden. Besonders effektiv in hohem Gras. Angriffe auf einen Gegner, der euch nicht bemerkt hat, verursachen mehr Schaden als normal. Wenigstens das kann ich. Ich hoffe, das war nicht laut. Assassin's Creed. Yeah. Jetzt komme ich mir vor wie so ein Pirat aus Assassin's Creed Black Flag. Aha. So, Fernkampf versuchen. Wie denn? Brechen von Haltungen. Einige Angriffe können die Haltung eines Gegners brechen und euch die Chance auf einen kritischen Treffer gewähren. Mit aufgeladenen und Sprungangriffen ist es besonders einfach, die Haltung eines Gegners zu brechen. Sprungangriffe. Probier ich mal. Das war jetzt nicht so. Ah. Oh, cool. Oh cool, Quality of Life. Weiß jetzt springen. Ja, aber hallo. Marikas Pfähle. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Ah. Cool, hallo Marika. Oh nein, ein Boss. Sag mich nur wer. Achso, nee, hier. Na, hoch. Lalalalala. Nein, ja. Jawohl. Soldat Kotrix. Oh Mann, Abwehr konnte. Ich wollte gerade springen. Wenn ihr einen gegnerischen Angriff geblockt habt, könnt ihr sofort einen Gegenangriff ausführen. Mit Abwehrkontern lässt sich die Haltung des Gegners leicht brechen. Okay, probier ich mal. Oh. 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 Das war episch und das... Echt, so viele Blutflecken? Okay, ich glaube, sein Schwert war gefährlich, aber okay, der war scheinbar einfach. Also einfach.
Also, simpel. Okay, ja, das war der zweite Boss, glaube ich. Keine Ahnung. So, was gibt's da? Aha. GGEs. Ja. Humor von vom Software. Auch ein Quality of Life Update. Warum immer Soldaten? Ja. So, hat er nicht erwartet, das schwache Feind, ja. Was hat das mir eigentlich jetzt gebracht, ihn zu besiegen? Ich meine, das war ja sowas wie ein Boss. Irgendwie, ne? Laden, laden, laden. Gut. Okay. Ah. Oh, ich dachte, da ist. Da, hey, ich dachte, da stand was geschrieben, aber okay. Einfach nicht. Cool. Wie kommt man? War da oben nicht noch irgendwas? Da? Moment. Nein. Nein. Ah, ist der Geist? Nein. Kommt man da hoch? Ah. Achtung, Rücken. Oh nein, ein Rücken. Gut. Scheinbar gar nicht. Okay, dann eben nicht. Nach 3 Jahren wird auch in der Internetseite, glaube ich, zu Elden Ring stehen, wie man da hochkommt. Also, ja. Nur keine Eile. Also. Naja. Und wie geht's euch so? Freut ihr euch auch schon auf Elden Ring? Yay, Elden Ring. Laden. Hurra. Gut. Ja, oder? Nichts. Kann ich eigentlich? Nein, okay. Wie kommt man da hoch? Hat Anzeige, toll. Nix. Was soll denn das? So, vielleicht kommt man von außen irgendwie dahin. Keine Ahnung. Laden, laden, laden. Ich lasse laden. So. Hi. Nice. Die Wand ist immer noch da, okay. Nice. Bitte hinsetzen, auffüllen.
Ah, vielleicht kommt man von hier aus da hoch. Ganz normalerweise Flammen, okay. Untersuchen. Steinschwertschlüssel nutzen? Warte mal. Habe ich überhaupt einen? Ich werde Freund, aber Vorsicht vor Außenseite. Oh, Koop-Mehrspieler-Partien. Ah, Fingerabtrenner. Krummfinger des Befleckten. Okay. Mit dem Krummfinger des Befleckten, da lasst ihr ein goldenes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für eine Koop-Mehrspieler-Partie rufen. Als Krummfinger-Gast ist es eure Aufgabe, dem Wirt im Kampf gegen den Gebietsboss zu helfen. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu dem Wirt der Finder. Zu dem Wirt der Finger, der euch gerufen hat. Nice. Also der die Hand hat, sozusagen. Ah, ich lese. Hebel. Ah. Was du nicht sagst. Hebelversuch. Danke, Community. Du hast unglaublich vorausgewandt. Ah ja. Die Community. Hat schon damals Herzen gemacht. Im Network-Test meine ich. So, die. Oh, die Schweine. Oh, I see what you did there. Achso, in die Badmutter. Okay, ich dachte schon, der hat ja den Hebel ja verhindert. Kann ich lesen? Umweg voraus. Mhm. Kein Bank voraus. Ich glaube nicht. Oh. Nur um sicher zu gehen, nicht dass jemand außer den Recht hatte. Mhm. Okay. So, jetzt kommt die große Welt. Mal gucken, wie es laufen wird. Tada! Im Grabe. Oh, dort waren wir. Dort war ich, meine ich. Alles klar, wie bin ich überhaupt hier hingekommen? Ja, und hier begann auch... Ja, der Network-Test. Aber egal, Schluss vom Network-Test zu reden. Willkommen... im Zwischenland. Wow. Oh, Blumen. Hoch voraus, ja. Oh, cool. Das ist...
Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, da sie als Sammelpunkte für Korb-Rufzeichen und fettliche Rufzeichen fungieren, die mit kleinen Bildnissen erstellt wurden. Es keine goldene Statue. Dankeschön. Das da ist übrigens ein Boss. Durfte ich auch schon. Das war übrigens mein allererster Gegner. Weil ich da nach unten nicht hingefunden habe, wo die ganzen. Ich sag mal, Ritter waren. Nice. Fühlt sich jetzt schon so irgendwie erfrischend an. Ja, noch so ein Erdfurz. Ah, führende Hand der Gnade. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Der Teute besitzt manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Ach ja, übrigens, heute ist der Release Day von Elden Ring, ne? Also, Mitternacht, yeah, zocken. Die Karte. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente in Stelen entlang der Straße findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Hallo, wer bist du? Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring, Yes. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Okay. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with Grace? The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays pointing in a particular direction. At times, that is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Indeed, grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly. To Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. Okay. It's time you set off, I should think. To Castle Stormvale, on the cliff, where Grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. It's time you set off, I should think. To Castle Stork. If you seek. Das ist jetzt interessant. Der Typ war im Network-Test eher nicht so nett. Sag ich mal. Ja. Willkommen in dem Grabe. La 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 la. Ich hüpfe durch die Weiden, ich genieße diese Welt. La 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 la. Jagd. Okay. Ah, dann Blatt.
Oh, noch ein Sprössling vom Baum. Okay. Ein Schädel, okay. Angriffversuche. Oh, nein! Ach du Heilige! cool. Ich glaube, das Ding kriege ich nicht. Ach du Heilige, die Höhe. Boah, cool. Also. Das gute alte Blümchen pflücken. Bist du Drachentöter oder Blümchenpflücker? Hm? Okay, das sieht hier ein bisschen verdächtig aus. Mann. Nö. Oh. Es regnet. Okay. Und ich bin nass. Cool. Ich wusste gar nicht, dass es ja auch Wetter gibt. Das ist ja cool. Geld suchen. Kurz gesagt, Objekt voraus. Gut, ich würde mal sagen, ob ich jetzt hier oder dort die Folge beende, macht keinen großen Unterschied. Wir werden die Welt drumherum hier sowieso sehen. Jetzt werde ich erstmal die Folge absegnen, rendern, also editieren, rendern, hochladen. Und ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Tschüss. Und bis zur nächsten Folge in Elden Ring. Und bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr Kritik habt oder einfach Hallo sagen möchtet. Und wenn ihr wollt, abonnieren. Ja, aber vor allem Kommentare bitte, dann, damit ich weiß, dass ihr überhaupt existiert. Ja. Und nächstes Mal ein bisschen flottiger und zackiger alles. Und wenn ihr wisst, wie man Sachen zweihändig ausrüsten kann, bitte auch in die Kommentare schreiben. Dankeschön. Oder ich google, da ist ja noch so ein Schädel. Oder ich google bis zur nächsten Folge nach. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und möge der Ring mit euch sein. Goodbye und gehabt euch wohl. Dankeschön fürs Zuschauen.